Der T-84 Oblogem ist der neueste Kampfpanzer der Ukraine. Während es im ukrainischen Militär keinen Kampfdienst gesehen hat, enthält der Typ viele erweiterte Funktionen. Aber die Handlung ist kaum ein sauberes Schieferdesign. In vielerlei Hinsicht ist es einfach eine hochentwickelte Version des Kampfpanzers T-80U, einem der tödlichsten Panzer der Sowjetunion. Der Panzer hat ein konventionelles Layout mit dem Fahrerraum vorne, dem Kampfraum in der Mitte und dem Motor hinten und bietet Platz für eine dreiköpfige Besatzung. Der in der Mitte sitzende Fahrer ist mit einem einteiligen Lukendeckel ausgestattet, der sich nach rechts öffnet. Der Kommandant rechts und der Schütze links haben einteilige Luken. Der Panzer hat eine Länge von 9,7 Meter, einschließlich der nach vorne gerichteten Kanone, eine Breite von 3,4 Meter ohne abnehmbare Seitenschürzen und eine Höhe von 2,8 Meter. Das Kampfgewicht des Panzers beträgt 51 Tonnen. Das Fahrzeug verfügt über drei nach vorne gerichtete Periskope vor der Fahrerkuppel. Das Mitteperiskop kann durch ein Nachtfahrgerät ersetzt werden. Das Feuerleitsystem umfasst ein Tagvisier für den Schützen, ein PNK-6 Kommandantenpanoramavisiersystem, ein PTT-2 Wärmebildvisier, ein Flugabwehrvisier und ein Flugabwehrmaschinengewehrsteuerungssystem. Der Erfassungsbereich von Zielen für das thermische Visiersystem beträgt bis zu 8 Kilometer. Der Panzer ist außerdem mit dem ballistischen Computer LIUV, einem Waffenstabilisator und anderen Systemen ausgestattet. Das fortschrittliche Feuerleitsystem ermöglicht es dem Richtschützen oder Kommandanten, die Hauptbewaffnung während der Fahrt zu legen und abzufeuern. Die stationären und beweglichen Ziele können mit einer hohen Erstrundentrefferwahrscheinlichkeit getroffen werden. Das Schutzsystem umfasst mehrschichtige passive Panzerung, Doppelt-explosive reaktive Panzerung, Zaslon-aktives Schutzsystem, Wata-optronisches Gegenmaßnahmensystem und andere Panzerschutzmittel. Die eingebaute Doppelt-Antitandem-Sprengkopf-Reaktivpanzerung der neuen Generation schützt vor AFSTs, HESH, oder hochexplosiven Kunststoff, HEP, und FIV-Projektilen. Beide Seiten der Fahrerkabine sind mit explosiven reaktiven Panzerplatten für erweiterten Schutz ausgestattet. Die Rumpfseiten sind mit großen Gummischürzen angelenkt, um den Angriffen von tragbaren Panzerabwehrwaffen standzuhalten. Das modulare explosive reaktive Panzerungspaket kann gemäß den zukünftigen Anforderungen einfach ersetzt oder aufgerüstet werden. Oblot verfügt über ein optronisches Wata-Gegenmaßnahmensystem, um ankommende Raketen- und Panzerabwehrlenkwaffen zu täuschen. Das System integriert Laserwarnsensoren, Infrarotstörsender und Rauch-Aerosolschirmfällige System. Das optronische Gegenmaßnahmensystem bietet Verwirrung der Leitsysteme von ATGM durch Ausschaltung von Laserjamming in der horizontalen Ebene von plus minus 18 Grad relativ zum Hauptgeschützrohr und plus minus 2 Grad in der vertikalen Ebene. Blockieren der ATGM-Leitsysteme, die Laserbeleuchtung von Zielen verwenden, halbautomatische lasergesteuerte Zielsuchgeschosse sowie mit Laserentfernungsmessern ausgestattete Artilleriesysteme durch Aktivierung der sich schnell entfaltenden Aerosolschirme in einem Sektor von plus minus 45 Grad relativ zum Hauptkanonenrohr. Das kollektive Schutzsystem der Besatzung gewährleistet den Schutz der Besatzung und der Innenausstattung vor den Auswirkungen von Nuklearexplosionen, radioaktiven Stoffen, Giftstoffen und biologischen Kampfstoffen sowie die Erkennung und Unterdrückung von Bränden im Mannschaftsraum und im Aggregatraum. Der Oblot-Tank hält einer Explosion von bis zu 10 Kilogramm Trinitrotoluol, TNT, unter dem Tankgleis und bis zu 4 Kilogramm TNT unter der Fahrerkabine stand. Das Fahrzeug verfügt über ein ABC-Überdruckschutzsystem und kann mit Gleisminenräumsystemen ausgestattet werden. Der Oblot KPZ ist mit einer 125 mm Glattrohrkanone KBA-3, einem koaxialen Maschinengewehr KT-7-62 PKT und einem Flugabwehrmaschinengewehr KT-12.7 bewaffnet. Die Hauptkanone wird von einem Ladesystem versorgt, das mit Förderband, automatischem Lader und Steuerungssystem ausgestattet ist. Die Munition umfasst hochexplosive Splitter, HIFRAG, panzerbrechende flossenstabilisierte Abwurfschläger, AFSTs, hochexplosive Panzerabwehr, JIT, und Geschütze, GM, Patronen. Die Hauptkanone kann auch eine lasergelenkte Rakete gegen Kampfpanzer,
gepanzerte Fahrzeuge und schwebende Hubschrauber innerhalb einer Reichweite von 5.000 Meter abfeuern. Die Rakete kann unterwegs gegen sich bewegende Ziele abgefeuert werden. Der an der Rakete angebrachte Tandemsprengkopf kann Ziele besiegen, die mit explosiver reaktiver Panzerung und fortschrittlicher Distanzpanzerung ausgestattet sind. Der Oklot verfügt über 46 Schuss Munition für die Hauptwaffe, von denen 28 Schuss in den automatischen Lader gelegt werden. Andere mitgeführte Munitionstypen sind 1250 Schuss für das KT-7-62 Maschinengewehr, 450 Schuss für das KT-12-7 Maschinengewehr und 450 Schuss für das AKS-Sturmgewehr. BM Oklot wird von einem 6TD-2E6 Zylinder Turbomotor mit Flüssigkeitskühlung angetrieben, der 1200 PS, 895 kW, leistet. Es ist eine verbesserte und umweltfreundlichere Version des vorherigen 6TD-2 Dieselmotors, der beim T-84 MBT verwendet wurde. Der Panzer könnte auch von einem stärkeren 6TD-3 Diesel mit 1500 PS angetrieben werden. Beide Triebwerke könnten Diesel, Düsentriebwerkskraftstoff, Benzin oder beliebige Mischungen davon verwenden. Der Motor bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, 43 Meilen pro Stunde, und eine Reichweite von 500 Kilometern, 311 mi, mit zusätzlichen Kraftstofftanks. Der Kampfpanzer ist außerdem mit einem dieselelektrischen Hilfstriebwerk 10 kW, 13 PS, ausgestattet, um die Bordsysteme bei abgeschalteter Hauptmaschine mit Strom zu versorgen. BM Oklot ist mit einer Drehstabfederung ausgestattet. Auf beiden Seiten der sechs gummibereiften Doppellaufräder sind vorne eine Umlenkrolle, hinten ein Antriebsritzel und Kettenstützrollen vorhanden. Die erste, zweite und sechste Laufradstation sind mit hydraulischen Stoßdämpfern ausgestattet. Der Tank kann ein Gefälle von 32 Grad und eine Seitenneigung von 25 Grad überwinden. Ebenso kann der Tank mit Tiefwasserwattenausrüstung eine Wassertiefe von 5 Meter durchwaten. Der erste T-84-Prototyp wurde 1994 auf den Markt gebracht und im selben Jahr wurde beschlossen, mehrere weitere Fahrzeuge zu bauen. Sie wurden umfangreichen Kompanie- und Armeeprozessen unterzogen. Nach erfolgreichem Abschluss des umfangreichen Erprobungsprogramms Ende der 1990er Jahre wurde der KPZ-T-84 1999 bei der ukrainischen Armee in Dienst gestellt. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten,